Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Wir können uns tatsächlich mal wieder etwas zur Geschichte durchlesen, deswegen machen wir es am besten noch gleich mal schnell, ist es schon länger her. Und zwar, der Schöpfer sagt aus: Plötzlich hatten wir einen Überraschungsass im Ärmel, den Schöpfer höchstpersönlich. Die Wahrheit über Labyrinthia, das große Feuer, Magie und natürlich auch Arcana. Es ist an der Zeit, diesem Hexenspuk ein Ende zu machen. Es liegt nun an uns, Labyrinthia verdient die Auflösung und wir sind diejenigen, die alle Rätsel lösen. Okay, das war sogar vielleicht die letzte Geschichte, kann ich mir vorstellen, aber gut. Auf jeden Fall beim letzten Mal haben wir noch ein bisschen mehr dann auch über Sophie herausgefunden, denn sie behauptet wirklich, dass sie vor über 10 Jahren, als sie das große Feuer gesehen hat, dass sie da auch diesen großen Feuerdrachen auch wirklich gesehen hat, dass sie das nicht nur geträumt hat oder so, sondern dass sie ihn wirklich gesehen hat. Sie hat ihn sogar zeichnen können und wir haben diese Zeichnung gerade eben präsentiert, um die Existenz des Drachens zu beweisen. Ich weiß noch nicht genau, warum, ehrlich gesagt, weil nur weil sie ihn zeichnen konnte, heißt es noch nicht, dass er wirklich existiert, weil sie es eben auch nur geträumt haben könnte. Aber Phoenix hat bestimmt eine gute Antwort parat, weil er ist ja eh schlauer als ich und Layton auch, die sind ja alle schlauer als ich. Ich fühle mich immer so dumm bei den Spielen hier, aber was soll's. Das ist natürlich Sophies Zeichnung des Drachens. Es wäre unmöglich, einen Drachen so detailliert zu zeichnen, wenn sie ihn nie gesehen hätte. Ja, aber das genau war doch meine Argumentation. Wenn man sich das nur vorstellt, oder auch davon träumt, da kann man sich schon noch dran erinnern und das dann ziemlich genau zeichnen. Das ist jetzt wirklich die Erklärung. Das habe ich extra versucht, das habe ich beim letzten Mal tausendmal erwähnt, ne? Dass das durchaus geht, das dann so detailreich zu zeichnen, weil man sich manchmal an seine Träume sehr, sehr präzise erinnern kann. Oder halt, wenn man sich einfach nur das irgendwie vorstellt. Da kann man sich dann sehr präzise daran erinnern. Und vor allem, wenn man sich das dann immer so weiterspinnt, dann kann man das schon genau zeichnen dann auch. Naja. In der Tat. Und das sieht genau wie der Feuerdrache aus, den wir heute Abend gesehen haben. Das kann kein Zufall sein. Ihr könnt diese Zeichnung unmöglich als Beweis vorbringen. Und wieso nicht? Weil sie einfach den Drachen von heute Abend gezeichnet haben könnte. Papa, wieso glaubst du mir nicht? Ich habe diesen Drachen gesehen, als ich noch ganz klein war. Diese Stadt ist meine Schöpfung. Ich weiß alles darüber. Und ich versichere dir, es gibt keine Magie. Wenn es jemanden gibt, der dir sagen kann, was möglich und unmöglich ist, bin das ich, der Schöpfer Labyrinthias. Euer übermäßiges Selbstvertrauen schränkt euer Urteilsvermögen ein und lässt euch die Wahrheit nicht erkennen. Was meint ihr damit? Um zu sehen, was passiert ist, müsst ihr eure vorgefertigte Meinung vergessen und offen für neue Erklärungen sein. Ihr übersieht einige Hinweise, gerade weil ihr der Schöpfer dieser Stadt seid. Das ist doch Wahnsinn. Es gibt keine Magie. Dennoch behauptet Sophie, sie hätte einen Feuerdrachen gesehen. Es wirkt wie ein Widerspruch. Jedoch ist es keiner. Herr Wright? Ja? Kein Rätsel ist ohne Lösung. Wir müssen sie nur finden. Wisst ihr schon, wo sie zu finden ist? Magie existiert nicht. Sophie hat einen Feuerdrachen gesehen. Was verbindet diese Dinge? Die Gerichtsakte? Die Glockenstube? Oder die Stadt selbst? Gott, ey. So kompliziert alles. So, Magie existiert nicht. Und Sophie hat einen Feuerdrachen gesehen. Wie kann man diese beiden Aussagen miteinander verbinden? Dass Magie zwar nicht existiert, Sophie aber trotzdem irgendwie einen Feuerdrachen gesehen haben will. So, mit der Gerichtsakte. Das heißt, ich müsste hier irgendwie einen Beweis haben, dass der Feuerdrache auch wirklich, wirklich, wirklich existiert. Denn, wie gesagt, darauf wollte ich ja hinaus. Die Skizze ist nämlich kein Beweis dafür. Weil sie das auch in Träumen dann noch gut hätte nachzeichnen können. Aber na gut, also ich glaube nicht die Gerichtsakte. Ich glaube auch nicht die Stadt selbst. Ich glaube, es ist der Glockenturm oder die Glockenstube. Aber mal, die Glockenstube steht da. Warte mal. Die Glockenstube ist das ganz oben, oder? Ne, fa falsch. Ich will die Glockenskizze sehen. Moment. Das ist das da oben. Nur der obere Teil. Das verwirrt mich jetzt wiederum. Wenn jetzt einfach da der Glockenturm gestanden hätte, dann hätte ich es sofort genommen. Aber nur die Glockenstube verwirrt mich wiederum. Das ist aber so auffällig, dass ich das nehmen werde. Das ist, glaube ich, auch schon richtig. Denn wie gesagt, das habe ich am letzten Teil auch schon erwähnt, es ist auffällig, dass die beiden Male, als der Feuerdrache bisher beschworen wurde, also vor über 10 Jahren und erst kürzlich bei der Tat, bei der aktuellen, dass es beides immer auf dem Glockenturm geschehen ist. Aber das Problem ist eben, dass es ja nicht in der Glockenstube geschehen ist, sondern am Tatort, also hier, also eins darunter. Deswegen, warum ist die Glockenstube wichtig? Das weiß ich nicht genau. Aber es hat bestimmt irgendwas der Glockenturm damit zu tun, dass man von dort oben aus irgendwelchen Gründen, den Feuerdrachen irgendwie beschwören kann, in Anführungszeichen. Und dass es dann so aussieht, als würde da oben eben ein Feuerdrache erscheinen. Also ja, ich glaube nicht die Gerichtsakte. Und wie gesagt, die Stadt selbst glaube ich eigentlich auch nicht. Es hat irgendwas mit der Glockenstube zu tun. Lass mal kurz überlegen, die Stadt selbst.
Kann es vielleicht sein, so was ganz Verrücktes, dass die Stadt geformt ist wie ein Drache und wenn man da oben steht, dann schaut man da so herunter und sieht dann angeblich einen Drachen? Nee, das glaube ich nicht. Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich nehme die Glockenstube. Es gibt nur eine Erklärung für diesen Widerspruch. Sophie hat einen Drachen gesehen, aber es war kein magisches Wesen. Habt ihr vor, es uns zu erklären? Es geschah vor mehr als 10 Jahren. Was sie damals gesehen hat, sollte nach wie vor an dem Ort, an dem sie es gesehen hat, sein. Ist es noch dort? Ja, euer Ehren. Es ist in der Glockenstube. Es ist in der Glockenstube? Und wieder mal sind wir hier oben. Vor über 10 Jahren stand die Zeugin irgendwo hier, als sie den Feuerdrachen gesehen hat. Liege ich da richtig? Ach, vor über 10 Jahren stand sie da oben bei der Glockenstube. Das ist nämlich ein Unterschied. Aber bei der aktuellen Tat stand sie ja einen Stock weiter unten, ne? Das ist ja das Komische auch, finde ich. Ja, Herr Layton. Aber was habt ihr wirklich gesehen? Versuchen wir die Antwort auf diese Frage zu finden. Versucht es doch. Ich habe euch gewarnt, dass dies bloßer Unfug ist. Ihr werdet hier nichts finden. Naja, das ist schon ewig her. Was sie gesehen hat, ist vielleicht gar nicht mehr da. Und wenn wir wissen wollen, was sie wirklich gesehen hat, müssten wir die Stadt in Brand stecken. Hat jemand Streichhölzer? Selbst ein Spitzenanwalt könnte sich damit die Finger verbrennen. Ich werde so tun, als hätte ich das nicht gehört. Wollen wir uns umsehen? Suchen wir nach dem Feuerdrachen. Ja, genau. Es ist irgendwie so von da oben. Entschuldigung. Von da oben wirkt die Silhouette von irgendwas wie ein Drache. Das habe ich auch schon vermutet. Wir können von hier aus die ganze Stadt sehen. Schaut in alle Richtungen und sucht nach Dingen, die Frau der Narrateurszeichnung ähneln. Ich meine, gut, man muss ja übrigens natürlich auch zugeben, bei der aktuellen Tat, da muss der Täter ja gar nicht unbedingt den Feuerdrachen überhaupt gesehen haben, weil der Täter der aktuellen Tat war ja. Das wissen wir immer noch nicht genau. Gloria halt vielleicht so irgendwie. Keine Ahnung. Und sie muss ja den Feuerdrachen gar nicht gesehen haben, weil sie kann es ja einfach behaupten, dass sie ihn gesehen hat. Deswegen muss sie auch gar nicht hier oben gestanden sein. Das gilt wirklich nur für Sophie von vor über 10 Jahren. Das kann natürlich sein. Okay, irgendwo hier hat irgendwas die Silhouette eines Feuerdrachens. Okay. Ich habe jetzt hier so ein paar verschiedene Orte, die ich hier durchgehen kann. Kann ich auch mich bewegen eigentlich? Ah, kann ich sogar, okay. Oh Gott, jetzt muss ich hier irgendwo die Silhouette eines Drachens finden. Okay. Das da hinten? Ne, das ist kein Drache. Müssen wir uns halt jetzt hier genau umgucken. Ah ja, ich habe ihn gefunden. Da ist er. Okay. Ich schau mal trotzdem noch weiter. Weil nicht, dass doch irgendwie die Silhouette von irgendwas gemeint ist. Das ist es nicht. Was ist das da? Soll das auch irgendwas darstellen? Diese Verzierung hier, keine Ahnung. Aber hier ist ansonsten nichts. Okay, ich schau mal nochmal trotzdem alles an kurz. Hier ist so eine Kurbel. Okay. Ja. Was ist hier? Was sind das für komische Symbole? Soll das Arcana darstellen, so ein bisschen? Sehr seltsam. Und hier dürfte noch eins sein. Ja, genau. Was ist das hier? Irgendwelche komischen Verzierungen. Keine Ahnung. Okay, ja, ich habe ihn gefunden. Das hier auf jeden Fall. Das ist er. So, schöner Leuchten. Okay. Und das präsentieren wir. Nimm das! Nimm das! Was falsch? Nee, passt. Sophie, könnt ihr euch das mal ansehen? Es sieht so aus, als würde der Drache sich hier verstecken. Oh, das ist. Oh, er sieht genauso aus wie der Drache, den Sophie gezeichnet hat. Aber, es ist nicht der Feuerdrache. Der Feuerdrache war ein Ungeheuer aus Flammen, groß genug, um den ganzen Turm zu verschlingen. Das ist nur eine kleine Schnitzerei. Ich denke, dieses Mysterium ist damit aufgeklärt. Ich schlage vor, wir machen uns auf den Weg zurück zum Gericht. Dort werde ich alles erklären. Habt ihr etwas einzuwenden, Herr der Narrateur? Wahrscheinlich ist durch die Lichtreflexion dann irgendwie diese Verzierung da auf irgendwas drauf projiziert worden, auf den Himmel oder halt auf irgendwelche Häuserwände oder sowas. Und dadurch wirkte es dann, als wäre der Feuerdrache voll groß oder irgendwie so.
Was ist denn in Herrn der Narrateur gefahren? Sein Gesicht ist auf einmal richtig blass. Keine Ahnung. Wir sollten den anderen zurück zum Gericht folgen. Die Untersuchung der Inquisition hat einige unerwartete Dinge ans Licht gebracht. Aber würde jemand dem Hohen Gericht deren Bedeutung erläutern? Euer Ehren. Die Inquisition wird die Ergebnisse der Untersuchung erklären. Zeugin. Ihr sagtet, ihr wärt 6 Jahre alt gewesen, als sie dies zugetragen hat. Ja, das ist richtig. Da war sie natürlich auch noch kleiner. Und dann war sie vielleicht genau auf der Höhe von dieser Verzierung mit ihren Augen. So irgendwie, und das hat dann irgendwas damit zu tun. Ich hab doch keine Ahnung. Habt ihr gesehen, wie der Drache über die Stadt, über der Stadt erschien? Nein. Ich erinnere mich nicht daran. Ich weiß nur, dass ich ihn später gesehen habe, wie ein Blitz. Die Stadt brannte lichterloh, und dieses Ungeheuer schwebte über ihr. Okay, es wurde irgendwie an den Himmel dann projiziert. Dann stand die Stadt schon in Flammen, als ihr den Drachen gesehen habt. Ja. Diese Information rundet das Bild weiter ab. Okay, also irgendjemand davor hat das Feuer gelegt, um dann den Anschein zu erwecken, als wäre Sophie eben Arcana und das, als hätte sie selber den Drachen sogar gesehen, auf jeden Fall oder sogar beschworen. Und das waren alles die Gloria, aus irgendwelchen Gründen. Das ist meine Vermutung. Frau der Narrateurs Aussage hat uns einen Einblick in die Geschichte des Feuerdrachen gewährt. Vor mehr als 10 Jahren lag Frau der Narrateur bewusstlos in der Glockenstube. Wie kam es dazu? Vielleicht können wir das im weiteren Verlauf des Prozesses aufklären. Gloria. Bestimmt. Als sie erwachte, stand die Stadt in Flammen. Da sie so viel Rauch eingeatmet hatte, war sie noch etwas benommen. Als sie nach oben blickte, war sie sich nicht völlig darüber im Klaren, wo sie war, beunruhigt durch die Hitze. Unfähig aufzustehen, kniete sie vor dem Geländer. Und dann sah sie etwas, das sie nie wieder vergessen würde. Sie sah einen furchteinflößenden Feuerdrachen, wie er die Stadt angriff. Sie sah es durch die Schnitzerei am Geländer. Das geht natürlich auch. Die Form eines Drachen vor der Kulisse der brennenden Stadt hat sich in ihre Erinnerungen eingebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die wahre Geschichte des Feuerdrachen. Das sind meine Schlussfolgerungen. Der Richter immer. Es war kein Ungeheuer? Frau der Narrateur, die Zeichnung, die ihr angefertigt habt, hat enorme Ähnlichkeit mit der Schnitzerei in der Glockenstube. Ihr habt den Drachen gesehen, als ihr verwirrt wart und unter Sauerstoffmangel gelitten habt durch den ganzen Rauch. Das hatte nichts mit Magie zu tun und da war kein magisches Ungeheuer. Du glaubst einem Fremden, aber deinem eigenen Vater glaubst du nicht, Kinder. Du hättest auf mich hören sollen. Sei nicht so streng. Nun, da all diese Mysterien geklärt sind, können wir diesen Prozess Geschichte sein lassen und nach Hause gehen. Ganz ruhig bleiben. Wir wollen noch einige Sachen aufklären. So gern wir das auch tun würden, fürchte ich, dass es ein wenig zu früh dafür ist. Was wollt ihr denn noch von uns? Es gibt nur noch ein Problem, das ich gerne heute Nacht lösen würde. Noch ein Problem? Was beim Feuerdrachen könnte es sein? Frau der Narrateur, wir haben festgestellt, dass ihr in der Glockenstube wart, als ihr den Drachen gesehen habt. Allerdings wirft das eine weitere Frage auf. Wie ist sie dahin gekommen? Wie seid ihr dorthin gelangt? Oh, darüber habe ich nie nachgedacht. Ja, ich auch nicht. Als Spitzenanwalt, der seinem Ruf alle Ehre macht, scheint Herr Wright das Problem nun auch endlich erkannt zu haben. Um in die Glockenstube zu gelangen, muss man den Mechanismus im Glockenturm benutzen. Aha, und wer kann das machen? Der Mechanismus kann nur mit den Anhängern betätigt werden. In der Tat. Frau der Narrateur, hattet ihr euren Anhänger zu dieser Zeit bei euch? Ich denke schon. Ich hatte ihn immer bei mir. Und wer hat den anderen? Aber wieso hatte ich diesen Anhänger? Ich kann mich nicht erinnern. Der Anhänger ist nicht nur ein hübsches Schmuckstück, er ist der Schlüssel zur Glockenstube. Wieso hatte sie den Anhänger? Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Anhänger nicht reicht, um den Weg freizumachen. 2 werden benötigt. 2 Anhänger? Frau der Narrateur, seid ihr sicher, dass ihr allein in der Glockenstube wart?
Nein. Nein, ich war nicht allein. Ich hatte eine Freundin bei mir. Welche Freundin? Das weiß Layton schon. Und auch Luke, dank dem. Und ihr wisst es auch schon. Dank dem Bild. Ach nee, ach, Norma war gemeint. Ach so. Okay, sorry. Ich dachte. Ja, okay. Vergesst es. Norma, wo kommst du denn her? Die Freundin, die ihr erwähnt hattet, war es diese Katze? Ja, sie ist meine beste Freundin. Wir waren schon immer zusammen. Ohne Norma wäre ich sehr einsam gewesen. Das Kätzchen taucht wie aus dem Nichts auf, um so viel Gesellschaft zu leisten. Natürlich tut sie das. Immerhin wird Arcana immer von einer schwarzen Katze begleitet. Was ihr vom Glockenturm aus gesehen habt, war so furchterregend, dass selbst ein Erwachsener davon Albträume hätte. Die Stadt brannte lichterloh. Ihr dachtet, ihr hättet einen Feuerdrachen gesehen. Es ist verständlich, dass eure Erinnerungen von den schrecklichen Ereignissen verzerrt wurden. Was meint ihr? Der Drache, den ihr gesehen habt, war nicht echt. Und ich vermute, die Freundin, die mit euch im Glockenturm war, war möglicherweise nicht diese Katze. Nein, sie war da. Es war Norma, meine einzige Freundin. Also, wir leiten doch darauf hinaus, was ich meinte. Doch ja. Der Anhänger, der benötigt wird, um in die Glockenstube zu gelangen, ist zu groß für eine Katze. Versteht ihr, was ich meine? Darauf wollte ich eben auch hinaus, auf das Foto. Wenn nur Norma bei euch war, wäre es unmöglich gewesen, die Glockenstube zu erreichen. Oh, jetzt wurde Sophie angegriffen. Wartet. Inquisitor, was soll das werden? Ihr habt kein Recht dazu, die Erinnerung meiner Tochter mit Füßen zu treten. Das hast du doch auch ständig gemacht, du hast ja auch nicht geglaubt. Selbstverständlich. Allerdings habt ihr dieses Recht ebenfalls nicht. Ja, stimmt, sehr gut, Layton. Außerdem solltet ihr nicht versuchen, die Wahrheit weiterhin zu verbergen. Und auch er wurde getroffen. Nein, ihr liegt falsch. Norma war meine einzige Freundin. Denkt zurück an diesen Tag, Frau der Narrateur. Ihr seid mit einer Freundin in die Glockenstube gegangen, die ebenfalls einen Anhänger hatte. Ja, jetzt wird's klar. Nun denn, wieso präsentiert die Verteidigung nicht einen Beweis dafür? Könnt ihr beweisen, dass jemand mit Frau der Narrateur auf dem Turm war an diesem Tag? Das Hohe Gericht möchte den Beweis jetzt sehen. Okay, Phoenix kann es nicht beweisen, aber Layton kann es beweisen. Was? Wieso ich? Das war Herr Laytons Idee. Genau, Layton kann es nämlich auch beweisen. Wir kriegen nämlich dann das Foto doch nicht mehr in die Gerichtsakte. Das macht nämlich dann einfach gleich Layton. Denke ich jetzt zumindest mal. Ich habe keine Beweise für das legendäre große Feuer. Wieso fragt ihr mich dann nach Beweisen? Na gut, ihr habt wohl keine Beweise. Niemand in dieser Stadt erinnert sich an diesen Vorfall. Es reicht jetzt, hohes Gericht. Ihr habt keinen Anlass, diesen Prozess fortzuführen. Nun, der Prozess dreht sich im Kreis. Es gibt nichts weiter zu tun. Jetzt Layton. Einen Moment noch, euer Ehren. Oh, was bleibt denn noch zu tun, Inquisitor Layton? Die Verteidigung hat die nötigen Beweise nicht, aber jemand anderes hat sie. Oder kommt jetzt gleich Luke rein? Was meint ihr? Diesmal wird die Inquisition einen Beweis präsentieren. Er macht selber. Inquisition wird einen Beweis präsentieren? Hä, was wirklich? Ihr Ausgeburt einer Hexe. Das ist es, was ihr von Anfang an wolltet, oder nicht? Nun, wenn das der Fall ist, wird die Inquisition den Beweis präsentieren, dass Frau der Narrateur nicht allein am Glockenturm war, als sie den Drachen sah. Ah, und jetzt haben wir andere Beweise, nämlich die, ist ja cool, nämlich die von Layton halt. Okay, die Unheilsglocke haben wir hier, die große Glocke aus den Ruinen, aus purem Silber gefertigt. Okay, eventuell muss ich sogar die anderen dann auch noch präsentieren. Das ist ja witzig. Dann die erste Geschichte, eben nochmal, ein handgefertigtes Bilderbuch über Hexen aus Sophies Raum im Turm des Schöpfers. Bild zweier Mädchen. Foto zweier Mädchen aus dem Raum des Schöpfers, berührt Details, um mehr zu sehen. Ja. Denn die andere Person trägt den Anhänger. Ja, und wer ist wohl die andere Person? Da haben sich ja Layton und Luke damals gefragt, hey, wer könnte denn das bloß sein? Ich habe ja keine Ahnung. Aber warum denkt denn, das verstehe ich nicht ganz, warum denkt denn Sophie, dass ihre beste Freundin die Nora ist? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wurde da auch irgendwie ihr Gedächtnis umprogrammiert quasi? Ich weiß, ist aber komisch eigentlich. Finde ich. Was ich übrigens noch nie bemerkt habe bei dem Bild, Sophie trägt ja ihre eigene Puppe in der Hand. Das ist ja auch irgendwie creepy, dass wir bei Sophie in ihrem Zimmer ja eine Puppe gesehen haben, die genauso aussieht wie sie, oder nicht genauso, aber die halt nach ihr angefertigt wurde, und die hatte sie bei sich. Sie trägt eine Puppe von sich selber, das ist irgendwie ein bisschen creepy, finde ich, aber na gut. Wir nehmen auf jeden Fall
Ja, da hat eigentlich Layton ansonsten noch was anderes. Profile sind dieselben, denke ich mal. Ja, und Orts lieber Mage ist dasselbe natürlich. Okay. Nicht Profile, ich will die Beweise haben, ja. Okay, wir nehmen da auf jeden Fall dann das, oder was sag ich das hier noch? Der Abschiedsbrief, genau. Seine Tochter und Schuldgefühle. Nehmen wir dann hier das Bild zweier Mädchen. Und los. Ciao. Schau. Layton sagt Schau. Okay. Das ist der Beweis. Dieses Foto zeigt Frau den Narrateur mit einer Freundin. Donnerwetter. Das ist die beste Zeichnung, die ich jemals gesehen habe. Ja, nicht ganz. Es ist ein Foto. Es sieht aus, als würde die Welt auf Papier wiedergespiegelt. Sagt, wer hat dieses beeindruckende Kunstwerk erschaffen? Nun, euer Ehren, ich verstehe eure Faszination. Aber konzentrieren wir uns darauf, was auf dem Bild zu sehen ist. Aber gut, ich meine, so besonders ist ja gar nicht mal, weil es gab ja auch damals schon Künstler, die lebensechte Menschen teilweise gezeichnet haben oder sowas, auch bevor es Fotos gab, die da wirklich Zeichnungen machen konnten, auch weltberühmte Zeichnungen, die Menschen zeigen, wie sie real aussehen. Also so besonders ist es jetzt auch gar nicht mal. Natürlich besser als der Gerichtszeichen oder so, aber trotzdem, naja, egal, auf jeden Fall. Das Bild wurde im Turm des Schöpfers gefunden. Herr der Narrateur, wir haben uns erlaubt, es für diesen Prozess auszuborgen. Lässt man euch einen Moment unbeobachtet, verursacht ihr schon Schwierigkeiten. Professor, sind Fotos denn erlaubt? Ich meine, es wirkt hier doch alles eher mittelalterlich. Egal, wen interessiert sowas? Was jetzt zählt, ist Frau der Narrateur dabei zu helfen, die Wahrheit zu verstehen. In diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel. Okay. Warum gefällt es eigentlich dem Schöpfer nicht? Ist irgendwie komisch. Weil ich meine, der Schöpfer kennt ja das Bild offenbar. Weil das lag ja bei ihm da im Turm rum. Also offenbar weiß er das, dass die Sophie damals mit der Gloria da oben gewesen sein muss. Ich weiß nicht genau. Irgendwie schützt der Schöpfer ja die Gloria fast schon. Warum denn? Weil sie will ihn ja verraten. Warum will der Schöpfer jetzt nicht, dass es weitergeht? Das habe ich nicht ganz verstanden. Muss ich zugeben. Oder checkt er es einfach selber nicht? Weil er so verblendet ist, weil er der Schöpfer ist? Ich weiß nicht genau. Bitte seht euch die beiden Mädchen auf diesem Bild genauer an. Beide tragen einen Anhänger. Aber natürlich, das sind die Anhänger, mit denen man den Weg zur Glockenstube öffnen kann. Wir wissen, dass eines der Mädchen Frau der Narrateur ist. Aber wer ist das andere Mädchen? Ja, ich habe ja keine Ahnung. Die Maya wahrscheinlich. Angeklagte, habt ihr eine Idee? Sophie, alles in Ordnung? Es sieht nicht so aus. Es ist... Das bin ich. Und... Das andere Mädchen? Sie... Ich kenne sie nicht. Sophie! Hohes Gericht! Macht dem Prozess ein Ende, jetzt! Könnt ihr nicht sehen, dass ihr Sophie in den Wahnsinn treibt? Ganz im Gegenteil, Herr der Narrateur. Wenn wir uns jetzt von der Wahrheit abwenden, wird sich Sophie für immer von der Welt abschotten. Herr Wright. Ja? Ihr wisst, wer es ist, oder? Ihr wisst, wer das andere Mädchen auf diesem Bild ist. Wirklich? Die Verteidigung weiß es? Das ist jetzt lächerlich irgendwie. Erklärt dem Hohen Gericht, wer es ist. Ja, das ist sehr lächerlich, das jetzt präsentieren zu müssen. Weil, ne, die Ähnlichkeit ist ja schon deutlich zu erkennen. Könnte natürlich auch die Bella sein. Oder die Wachen, ne? Natürlich. Nee, natürlich Gloria. Nimm das! Ich denke, es ist Großinquisitorin Gloria. Großinquisitorin Gloria? Warum sind die so überrascht? Das kann doch ein Blinder erkennen, dass es Gloria ist. Das Hohe Gericht muss zugeben, dass eine gewisse... Ach nee, echt. Eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen ist, aber beim Feuerdrachen... Frau der Narrateur, was meint ihr? Erinnert ihr euch an das Mädchen, das neben euch auf dem Bild zu sehen ist? Ich und Frau Gloria? Das ist doch verrückt. Wie kommt ihr zu einer solch haltlosen Behauptung? Das ist nicht haltlos, das sieht man eindeutig. Aber Herr der Narrateur, das Mädchen sieht der Großinquisitorin sehr ähnlich. Sie sieht ihr ähnlich? Das ist euer persönlicher Eindruck. Das hat vor Gericht nichts zu suchen. Ach komm jetzt. Ihr wollt Beweise? Kein Problem. Was? Der Beweis, dass das Mädchen auf dem Bild Großinquisitorin Gloria ist, liegt? Warum sagt er denn liegt? Keine Ahnung. Aber ich würde den Anhänger nehmen. Weil das ja Glorias Anhänger ist und sie den ja, bevor er ihr abgerissen wurde, hatte sie ihn ja immer noch um ihren Hals herum. Und da Sophie den anderen hat und Gloria eben den, muss dann sie das Mädchen, das andere Mädchen eben sein mit dem Anhänger. Ne? Wäre meine Erklärung. Oder macht irgendwas anderes irgendwie Sinn? Ich denke eigentlich,
nicht. Lass mich mal kurz überlegen. Die Skizze. Das ist alles Quatsch. Ich meine, Phoenix hat ja auch nur seine Beweise und nicht die von Layton. Ein Profil zu präsentieren macht auch keinen Sinn. Lieber Magier macht auch keinen Sinn. Einfach der Anhänger. Nimm das! Nimm das! Das ist der Beweis, dass das Mädchen die Großinquisitorin, ist. Der Anhänger, der für den Mechanismus im Glockenturm benutzt wird. Ich habe Frau Glorias Aussage hier vor mir. Sie sagte, der Anhänger gehöre ihr. Also, muss das andere Mädchen auf dem Bild eindeutig Frau Gloria sein? Ist das... Nora, wo läufst du hin? Was zum... Was machst du jetzt wieder hier? Gehört die Katze der Gloria? Und die Gloria hat der Katze irgendwie beauftragt, dass sie immer zu Sophie gehen soll? Oder so? Nee, oder wie? Keine Ahnung. Ich habe euch schon erwartet, Frau Gloria. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Ich habe auf eure Fähigkeiten vertraut, um an diesen Punkt zu gelangen. Große Visitor und Gloria, wo seid ihr hergekommen? Verlässt euch euer Erinnerungsvermögen, hohes Gericht? Ihr wisst, was ich bin. Ich kann verschwinden, wie und wann ich will. Nun, aber es gibt doch keine Magie. Nun, Schöpfer, alles ist gekommen, wie ihr es geschrieben habt. O ehrenwerter Schöpfer Labyrinthias. Gloria. Frau Gloria. Frau Gloria, habt ihr die Glockenstube mit Frau der Narrateur betreten, als ihr ein kleines Mädchen wart? Ja, das habe ich. Dann habt ihr Erinnerungen, die mehr als 10 Jahre zurückreichen? Das habe ich. Sind eigentlich dann Gloria und Sophie in etwa gleich alt? Ich meine, sie war ja damals auch ein kleineres Mädchen, also im nahezu selben Alter, würde ich mal schätzen. Weil die Gloria ist, vor allem, sie ist ja schon Großinquisitorin, die sieht jetzt nicht gerade wie 18, 19, 20 aus, ehrlich gesagt. Naja. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gericht! Frau Gloria, ihr wart bei mir? Eure Erinnerungen wurden unterdrückt. Von diesem Mann. Ah, aber ich war mit Nora dort. Nora, hm? Nora, die schwarze Katze? Ja, sie war schon immer meine beste Freundin. Sie war auch an jedem Tag bei mir. Was für ein seltsamer Zufall. Gloria ist nicht mein wahrer Name. Was? Wie heißt ihr dann? Nora? Ich heiße Nora. Was? Was? Ihr seid Nora? Ah, na! Nora. Sophie, wer sagt das? Meine beste Freundin, Nora. Das kann nicht sein. Diese Erinnerung, war sie echt? Also irgendjemand hat die Sophie richtig hart hinters Licht geführt, was ihre Erinnerungen angeht. Aber wer war denn das jetzt? Das war doch die Gloria, oder? Also, oder halt die Nora. Verwirrend. Oder, ich weiß nicht, oder ist doch der Schöpfer an allem schuld? Ist doch er der Böse? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube die... Wie soll ich die jetzt eigentlich nennen? Soll ich die jetzt Nora nennen? Ab jetzt? Eigentlich schon, ne? Ich glaube schon, aber es wird ungewohnt. Ich glaube schon, dass die Nora dann da... Boah, das ist mega ungewohnt. dass die da immer noch schuld ist, weil sie hat ja... Doch... Ich meine, sie hat ja auch ihren Namen geändert, ne? Sie hat dann plötzlich gesagt, ja, ich heiße jetzt Gloria, damit... Dann die Sophie denkt, dass die Nora die Katze war und nicht die Gloria halt, ne? Oder halt jetzt eben Nora. Ist alles sehr verwirrend. Gloria, wieso tut ihr das? Versucht ihr alles zu zerstören, was ich in den letzten 10 Jahren erreicht habe? Nein, ihr habt schon selbst alles zerstört. Was wollt ihr? Was ich will? Mein Ziel ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Damit alles wieder so werden kann, wie es sein sollte. Irgendwie, jetzt habe ich doch das Gefühl, dass die Gloria gut ist und der Schöpfer böse. Das ist ein ständiges Hin und Her. Ich weiß nicht, wer jetzt der wahre Böse hier ist. Ich weiß es echt nicht. Frau Gloria.
Würdet ihr uns berichten, woran ihr euch erinnert, was damals vor mehr als 10 Jahren geschah? Gern. Okay. Will ich mal. Ich mache noch weiter ein bisschen. Ja, wir machen noch weiter. Es war der Tag des Feuerfests. Sophie und ich sind zum Glockenturm gegangen. Es war sehr windig. Als die Sonne unterging, hat das Fest begonnen. Es stimmt, dass die ganze Stadt an diesem Tag abgebrannt ist. Das Feuer hat sowohl Gebäude als auch Menschen verschlungen. Wir waren die einzigen Überlebenden. Wir sind im Glockenturm geblieben, während die Welt um uns zur Asche wurde. Wie haben sie das eigentlich überlebt, frage ich mich gerade. Keine Ahnung. Das große Feuer ist keine Legende. Es brannte hier vor mehr als 10 Jahren. Es gibt keine Magie oder Feuerdrachen. Wie konnte eine ganze Stadt in einer einzigen Nacht niederbrennen? Ja, das Hohe Gericht möchte dies ebenfalls wissen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Feuer außer Kontrolle geriet. Sicherlich wäre nicht die ganze Stadt einfach so zerstört worden. Langsam ergibt alles Sinn. Layton spricht, okay. Das war das fehlende Teil in diesem Rätsel. Okay, Layton hat es jetzt komplett verstanden, offenbar. Wie konnte die ganze Stadt niederbrennen? In einer einzigen Nacht. Da muss irgendwie nachgeholfen worden sein oder sowas. Ich weiß es nicht. Herr Layton? Ich kann mir nun vorstellen, was an diesem Tag geschehen ist. Was in der Glockenstube passiert ist und wie es zum großen Feuer kam. Wir haben alle Hinweise hier vor uns. Sofern die Inquisition weitere Beweise hat, würde das Hohe Gericht diese gerne begutachten. Okay. Ich erstmal dann hier den Part beenden, weil wenn ich jetzt nämlich auf weitergehe, muss ich wieder präsentieren und darf nicht speichern, aber ich würde ganz gerne nach dem Part speichern. Deswegen, ich werde da wieder offscreen überlegen, was jetzt Layton meint. Ich meine, Layton will jetzt einen Beweis präsentieren, deswegen darf ich nur die benutzen, die er hat. Und was hatte er nochmal? Er hatte die Glocke, das Foto, das Buch und den Abschiedsbrief. Und halt noch das Lieber Magier hat er auch und auch die Profile. Was von denen würde beweisen, wer das große Feuer gelegt hat und dass tatsächlich das große Feuer ausgereicht hat, um in einer Nacht ganz Labyrinth hier niederzubrennen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir werden das beim nächsten Mal schon noch sehen. Ja, aber ich denke mal, dass ich jetzt dann gleich, wenn ich jetzt auf weitergehen will, dass ich dann eben präsentieren muss. Und dann kann ich nicht speichern. Und ich will aber speichern nach dem Part. Deswegen werde ich dann eben hier beenden. Gut, also ich würde sagen, Leute, das war's ja für diesen Part von Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Also der letzte Prozess dauert ja jetzt wirklich schon Ewigkeiten an. Aber ist es trotzdem auf jeden Fall sehr spannend, weil es ja immer abwechslungsreich war, immer wieder neue Zeugen hinzukommen und wir ja auch zwischendrin mal ein bisschen bei Professor Layton eben unterwegs waren. Aber es ist auch ein richtig cooler Prozess, muss ich sagen. Weil je länger ein Prozess dauert, desto besser ist er eigentlich auch, finde ich. Weil man dann immer mehr Beweise bekommt oder immer mehr halt Beweismittel in der Gerichtsakte und immer wieder neue Aussagen überprüfen muss und so weiter. Deswegen ist echt ein richtig cooler Prozess. Ja, es ist auch mein doch jetzt Lieblingsprozess hier, der letzte. Weil der ist so abwechslungsreich und es geschieht hier so viel. Wir haben halt auch in dem letzten Prozess die ganze Auflösung erfahren. So ungefähr. Und erfahren sie auch noch weiterhin. Wir haben immer noch nicht alles verstanden. Zum Beispiel eben zum großen Feuer. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal klären. Und ich meine, ich habe echt keine... Ich kann null einschätzen, wie lange das jetzt hier noch dauern wird. Wie lange der letzte Prozess noch gehen wird. Arg lang glaube ich nicht mehr. Aber ich glaube, ein bisschen was muss schon noch aufgeklärt werden. Obwohl der Layton jetzt gerade gesagt hat, dass er jetzt alles verstanden hat, so ungefähr. Aber ich bin schon echt gespannt darauf, wie lange das hier noch gehen wird. Weil arg lange glaube ich nicht mehr. Ich glaube jetzt wirklich, dass wir dem Ende der Story schon verdammt nah sind. Ich bleib gespannt. Okay, auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.